So, heute mit ein klein wenig Verspätung starten wir mit dem Blick in den DAX, in den Euro-US-Dollar und das Cable. Einen schönen guten Morgen allen Live-Zuschauern hier auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Wir hatten gerade ein paar kleine technische Herausforderungen mit GoToWebinar zu lösen. Da ist der Link ausgelaufen. Von der Seite her bitte ich all diejenigen, die hier aus diesem Webinar oder mit dem alten Webinar-Link nicht mehr ins Webinar hineinkommen, bitte einfach nochmal auf die Website von Tickmill gehen. Ich zeige den Weg eben nochmal ganz, ganz kurz auf und dann bitte einfach nochmal neu anmelden für das Webinar und dann kann man hier den ganzen, wie immer, jeden Morgen auch folgen. Das heißt, hier einfach auf die Website von Tickmill gehen, dann bei Ausbildung auf Webinare. Und bei den Webinaren stehen hier die Webinare jeden Morgen, die Morning Briefings, täglich neue Handelsideen. Da einfach draufklicken und dann auf Registrieren und dann funktioniert das Ganze wieder technisch. Ich bitte die kleine Panne an der Stelle zu entschuldigen und freue mich dann morgen auch wieder sehr, sehr viele Live-Zuschauerinnen und Zuschauer hier direkt im Webinar, auch über GoToWebinar außerhalb von Facebook dabei zu haben. Ludger, Elena, guten Morgen von meiner Seite her. Ja, Elena hat es auch geschrieben hier im Facebook, wer das Ganze über GoToWebinar auch schauen möchte, der Link ist jetzt mit drinnen. Ich sagte, es geht heute um DAX, Euro, US-Dollar, britisches Pfund, US-Dollar, drei richtige Schwergewichte, die wir heute hier in unseren Besprechungen haben. Zuvor bitte ich den Risikohinweis in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Schauen wir zunächst in die Tagesnachrichten rein. Gestern gab es ja wichtige Nachrichten auch zum Thema der Rohstoffe, zum Thema Öl. Öl haben wir ja gerade auch nah am Trading Desk mit drinnen. Öl ist gestern deutlich zu, oder hat gestern deutlich zugenommen. Das wird sich, denke ich mal, mittelfristig irgendwo auch in sinkenden Kursen bemerkbar machen, wenn dieser Trend auch anhält. Das müssen wir hier einfach einmal sehen, mal schauen, was der Markt hier mittelfristig draus mitmacht. Heute ein wichtiger Tag seitens der EZB. Heute ist EZB-Tag. Wir sehen es hier um 13.45 Uhr. Gibt es den Zinssatz und die Zinsentscheidung der EZB und um 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Was gibt es heute im weiteren Tagesverlauf noch mit der Relevanz 2? Wir sehen es hier, es gibt aus Großbritannien ein bisschen was zum Thema Hauspreisindex. Um 11 Uhr gibt es das Bruttoinlandsprodukt hier in der EU, in der Eurozone. Um 14.30 Uhr dann aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft und die Lohnstückkosten, bevor wir dann morgen die Non-Farm Payrolls auch bekommen. Ich rechne da nicht mit großartigen Überraschungen, aber man sollte das Ganze immer auch auf der Uhr haben. Wir sehen auch morgen mal in das Bischbuch hinein, damit wir sehen, wie es der Wirtschaft in den USA auch geht. Das sehen wir dann, wird also ein rundes Bild an dieser Stelle. Und dann heute um 18.15 Uhr spricht mal wieder ein FOMC-Mitglied in den USA. Also hier ein paar Nachrichten um die EU, britisches, also die Großbritannien, die britische Wirtschaft und die USA. Und damit rein in die Charts, würde ich sagen. Wir haben heute, wie schon gesagt, den DAX hier als erstes mit da. Nein, ich habe hier drüben das britische Pfund US-Dollar. Hier ist noch in der Nachfolge der Euro-Kan-Dollar. Den hatten wir ja vor zwei Tagen mit diesem Setup hier oben drüber, wo wir gesagt haben, wenn die 1,52,2 nach oben genommen wird, bestätigt sich das Long-Umkehrsignal auf der Wochenbasis. Und so ist es ja dann jetzt hier an dieser Stelle auch erst einmal gekommen. Also es ist immer schön, die Trends in den Märkten mit zu beachten. Und wo wir hier beim Thema Trend auch sind, hier direkt mal der Blick in den aktuellen Stand beim Cable, britisches Pfund, US-Dollar. Da sehen wir hier im Großen einen Markt, der momentan seit geraumer Zeit, hier seit Mitte Dezember, nein, seit Anfang Dezember sogar schon, doch eher nach oben tendiert. Das Hoch der letzten Bewegung hat dieser Trend hier bei 1,33498 gefunden. Seitdem korrigiert der Markt in einer bärischen Flagge, nein, entschuldigen, in einer bullischen Flagge. Wir sind ja hier innerhalb eines Aufwärtstrends verortet. Das heißt, hier arbeiten gerade die Bären, aber das Korrekturmuster innerhalb des Kanals sieht hier sehr, sehr bullisch aus.
Wir sehen hier den Bewegungstrend nach oben laufen. Er steht weit in der Bewegung und auch der übergeordnete Trend steht halt ein ganzes Stück in der Bewegung. Daher war hier die Korrektur auch irgendwo zu erwarten. Was jetzt interessant ist, ist die Tatsache, dass sich hier innerhalb dieses Kanals momentan ja so ein bisschen was an Umkehrsituation ausbilden könnte. Das heißt, mit Blick auf den gesamten Korrekturverlauf wird es halt wichtig, was passiert jetzt hier. Wir haben das Tagestief vom, wann haben wir es gewesen, vom 5.3. Hier oben stehen, das Tagestief haben wir um die 1,30961 liegen. Wenn der Markt da runterfällt, ist das dann natürlich das sichere Zeichen, dass dieser Halt, den wir hier momentan haben, dazu führt, dass die Kurse erst einmal weiter runterführen. Die Korrektur weitet sich aus. Ist auch interessant, wo dieses Tagestief entstanden ist, wo da sofort wieder Kaufdruck aufkommt, nämlich genau hier, wo dieser untergeordnete Bewegungstrend entstanden ist. Die Korrektur kann sich selbstredend auch noch weiter fortführen. Wir können ja innerhalb der vorangegangenen Bewegung hier erst einmal auf die 1,29682 korrigieren, ohne dass diesem Bewegungstrend irgendetwas passiert. Aber, und das ist ja das Schöne, was uns hier auch angezeigt wird, wir merken momentan, die Käufer haben angefangen, tiefere Kurse wieder hochzukaufen. Das heißt, wir sehen auch hier, sie fangen früher an, auf Einkaufstour zu gehen. Wir haben das Hoch dieser Kerze hier, auch wieder die von 5.3. bei 1,31968. Heißt also, nein, 985, so rum. Das ist das Hoch hier, habe ich nicht ganz getroffen mit der Linie. Wenn der Markt drüber geht, dann haben wir die Chancen, dass wir hier die Nachfrageumkehr in Bestätigung sehen und damit der Weg nach oben hin zum aktuellen Trend hoch wieder frei ist. Wegpunkte wären dann hier, da liegen ein paar Tageshochs, das sieht man auch hier, das Tageshoch um die Marke von 1,32544, beziehungsweise hier haben wir dann auch schon die 1,32862. Wir können uns das Ganze auch sehr, sehr gerne einmal im Stundenchart anschauen, weil das, was wir hier im Trendkanal sehen, das ist etwas, das läuft im Stundenchart sichtbar sehr, sehr schön mit ab. Und hier sehen wir halt diesen nach unten schwingenden Markt, den wir hier haben. Und da sehen wir auch die entsprechenden Korrekturhochs. Und das ist ja das Schöne hier. Wir sehen jetzt mittlerweile einen Markt, der nach oben schwingen möchte. Und wenn das hier weitergeht, über dieses Hoch drüber, dann ist dieser Korrekturtrend erst einmal gebrochen. Und wir haben untergeordnet schon einen Aufwärtstrend, der wieder in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends läuft. Das ist ja genau das, was wir sehen wollen. Und wie schon gesagt, mit der Planung, wo der Markt weitere Unterstützung bekommen kann, hier die entsprechenden Hochs, die wir im Abwärtsschwung auch gesehen haben. Das heißt, das, was hier markant ist, da könnten durchaus ein paar Orders liegen, die dann Schwung in den Markt mit reinbringen könnten. Das also hier zum Cable im Tag und der Stunde. Schalten wir um auf Euro-US-Dollar hier. Die Währung geht wieder an die 1,13 runter oder auf die 1,13 runter. Gestern im Tagesverlauf waren wir ja schon mal deutlich tiefer. Wir haben es gesehen gestern hier, diese Kerze, da konnten sich die Händler nicht so richtig entscheiden. Man muss auch bedenken, heute ist EZB-Tag. Da kann sowieso immer einiges passieren. Das muss man definitiv mit auf der Uhr haben. Aber wenn wir mal diese Nachrichten zur Seite schieben und erst einmal kurz auf das schauen, was hier im Trend geschieht, dann sehen wir halt ganz groß übergeordnet abwärts gerichtet. Hier, das hier mittlerweile auch abwärts gerichtet in Korrektur und die Bewegung hat auch schon den Korrekturtrend wieder gebrochen. Das heißt, wir laufen definitiv hier in diesem kleinen auch in Richtung der übergeordneten Trends. Das heißt, Woche und Tag gehen hier definitiv in eine Richtung. Und das ist ja das Schöne, was wir hier sehen. Der Markt will einfach nicht so richtig hoch, sondern zeigt uns eher, er will mittelfristig nach unten. Jetzt kommt es hier halt drauf an, wie geht es weiter. Was passieren kann, ist natürlich das, dass wir hier etwas Korrektur nach oben sehen, wohin auch immer. Das kann das Ganze brechen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber wenn wir hier eher einen Fortlauf nach unten sehen, das heißt, der Markt hier wieder eher runter will als hoch, das heißt hier die Umkehr kommt, an einen dieser Linien, die wir hier haben. Wir haben ja für den Weg nach oben, haben wir ja auch einiges an Hochs, was man abfrühstücken kann hier. Beispielsweise hier das Tageshoch um die 1,13409, beziehungsweise hier dann das Tageshoch bei 1,13813. Das sind auch Swing Highs im Stundentrend, die wir sehen können. Wenn das Ganze hier hoch läuft, dann wäre das einfach nur die Korrektur dieses trendbrechenden Schubs nach unten.
Ansonsten, wenn das Ganze rumdreht, müssen wir uns und sollten wir uns hier im Sinne der Trendbewegungen wieder nach unten orientieren. Heißt also erst einmal hier zum Tagestief, was wir hier unten dran haben. Das Tagestief, da klemme ich gleich auch mal noch eine Marke ran, dass wir sehen, wo das ist. Das liegt hier unten ungefähr um die Marke. Wir schauen mal ganz kurz um die Marke von 1,12896. Also hier unten in diesem Bereich können wir das so ein bisschen orientieren. Hier unten, hier müssen wir es rannehmen. Hoppala, das war das Falsche. Hier drüben. Da haben wir es hier. Da, das ist das Tief dieser aktuellen Abwärtsbewegung. Und das ist hier interessant, weil wenn wir drunter laufen, läuft das Ganze weiter. Nächster Punkt dann hier, noch ein Tagestief um die 1,12756. Und hier unten das Low dieser Bewegung hier bei 1,12342. Und dann müssen wir noch ein Stückchen tiefer schauen. Wir haben hier noch den Langzeit-Support um die 1,12154. Da zoome ich mal kurz etwas zusammen, da sehen wir es hier, das wäre dann hier von der letzten Abwärtsbewegung im Großen, im Wochenchart, was wir hier schön auch sehen, das wäre hier das Trendtief, die Marke, wenn die gebrochen wird, dann sehen wir den Markt deutlich weiter runter. Nächster Anlaufbereich wäre dann hier die Marke von 1,11229, was wir als Tief dann haben. Also wir haben nach unten einiges an Potenzial da und das ist ja das Schöne. Hier müssen wir einfach auch nur mit abwarten. So, gut, das war das eine und dann schauen wir noch in den DAX hinein hier und zwar sehen wir hier mal ein paar wichtige Marken auf der Oberseite. Das ist zum einen hier die 11.700 Punkte Marke und die 11.850 Punkte Marke. Die liegen oben drauf und nach unten hin haben wir hier die Unterstützung an diesem Bruchlevel hier, wo wir hier schön nach oben gegangen sind. Das ist nach unten hin die Marke um die 11.400 Punkte. So, das ist das eine. Jetzt haben wir hier die interessante Situation. Wir haben seit letzter Woche hier einen Außenstab mit der Oberseite hier im Widerstand um die 11.700 Punkte bei 11.698. Das Tief hier unten hatten wir bei 11.524 Punkten. Jetzt kommt es darauf an, wie der Markt sich verhält. Ein Bruch, ein Verlassen nach unten würde uns zeigen, dass der Stundentrend hier sich weiter fortsetzt. Anlaufpunkte wären dann, wie schon gesagt, hier die Dinge, die um die 11.400 Punkte Marke sind. Da haben wir ja auch noch das Tagestief hier um die 11.401, beziehungsweise da muss man mal schauen, hält dieser Support und dreht nach oben. Das wäre schön, dann können wir wieder die Long-Richtung anfassen. Wenn es tiefer geht, der Markt kann tief korrigieren, man weiß es nicht genau. Da müssen wir erstmal schauen, wie weit die Bewegung läuft. Auf alle Fälle hier ist erstmal zu schauen, was passiert denn an dieser Bruchlinie und dann haben wir als kurzfristigen Schub nach unten hin hier immer noch die Unterstützung um 11.400 Punkten. Dreht der Markt wieder, das wäre dann interessant für alle diejenigen, die solche Ranges traden, weil ein bisschen was gibt es ja hier schon zu verdienen. Das wäre die Umkehr von unten in Richtung nach oben, vielleicht auch bis zur Mitte hin. Das wäre natürlich hier die Abpreisstrategie, das wäre das eine. Das zweite wäre, wenn das dann weiterläuft über das Hoch hier drüber hinaus und wir die 11.700 Punkte Marke mit in Angriff nehmen, dann steht bei einem positiven Überwinden dieser Marke hier als nächstes der Widerstand um die 11.850 Punkte. Wir sehen es auch hier im Trendverlauf nach unten. Das war auch eine Marke, die hier mal ein Korrekturhoch dargestellt hat. Also etwas, das im Markt sicherlich auch die ein oder andere Relevanz mit haben wird. So, gut. Dann schaue ich mal ganz kurz in die Charts mit, nein, nicht in die Charts, in die Chats hinein. So viele Charts, gut, das passt. Jetzt schaue ich mal noch rein, ob wir noch Wünsche haben zu den entsprechenden Charts hier. Nein, sehe ich nicht. Super, Thorsten, Euro, US-Dollar, genau, Hammer durch, da freue ich mich, bist auch dabei, da passe ich dir, ich drücke dir die Daumen, dass das alles passt und ja, du hast völlig recht, das Ding, was wir hier oder die Charts, die ich beschreibe, es gibt hier immer diverse Marken, die man als Händler so oder so mit nutzen kann, deswegen hier geht es immer um Bewegungen und die Bewegungen wollen wir traden und der Zeithorizont, den hier jeder Händler anwendet, der ist natürlich immer auch individuell zu bestimmen. Hauptsache, es kommt Bewegung rein und die nutzen wir für unsere Depots. An dieser Stelle ganz lieben Dank für die Zeit und dann sage ich mal Tschüss, bis morgen. Spätestens 8 Uhr gibt es wieder den Blog und um 8.30 Uhr dann hier das Webinar mit den neuen Handelsideen und der edukative Part im Zusammenhang mit dem Beachbook und den Wochenausblick der wichtigsten Nachrichten und den großen Chartchecks der Indizes. Also das alles
morgen am Freitag. Ich freue mich drauf. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.